Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Limited Set Reviews. Wir beginnen jetzt etwas ungewöhnlicherweise mit Artefakten. Und zwar Artefakten, die auch irgendwie zu Weiß gehören. Die sind tatsächlich von der Spoiler-Nummerierung genau da. Wir haben hier den Autonomous Assembler, eine 5-Mana 4-5 Vigilance-Artefakt-Kreatur, die selber ein Assembly-Worker ist. Und die hat noch die Fähigkeit, ein Mana tappen plus 1 bis 1 Counter an Target Assembly Worker you control zu legen. Zum Beispiel also sich selbst. Und dann haben wir hier den Prototyp der Prototyp-Mechanik. Prototyp macht Folgendes. Das ist eine alternative Cast-Methode, also eine alternative Casting-Cost. Und zwar in diesem Fall ist diese Alternativ-Casting-Cost weiß und farblos, also 2 Mana. Und wenn man den für diese Kosten bezahlt, kommt sie als 2-2-Kreatur rein, hat die übrigen Fähigkeiten aber auch noch. Das heißt, wir haben hier eine 2 Mana 2-2 Vigilance, die für 1 Mana tappen plus 1 bis 1 Counter auf sich selbst ohne einen anderen Assembly Worker legen kann. Oder wir haben ihn für 5 farblose Mana als 4-5 Vigilance mit dieser Ability. Das ist eine ziemlich gute Rare. Vielleicht ist sie sogar sehr gut, vielleicht ist sie aber auch als Weiß ein bisschen anfällig, weil sie klein startet und als 5-Drop ein bisschen clunky, aber ich glaube, das ist eine Limited Card, die man auf jeden Fall immer nimmt und aufgrund der Tatsache, dass man sie als 5-Drop auch in jedes Deck reintun kann, ist die wirklich äußerst stattlich. Ist jetzt nicht der Mega-Ultra-Spoiler, aber es ist schon eine Karte, mit der der Gegner auf jeden Fall ein bisschen ringen muss. Es gibt in dem Set allerdings auch einiges an Artefakt-Removal, das heißt, die ist auch durchaus ein bisschen anfällig. Man kriegt die wohl noch vom Board, auch wenn die schon gewachsen ist, aber trotzdem, die Karte ist erstmal eine Ansage. Vielleicht ist sie sogar mehr als nur ein Score von 6, aber starten wir erstmal mit der Annahme, dass es eine gute Rare ist. Nächste prototypische Kreatur, der Combat Thrasher. 7 Mana für eine Artefakt-Kreatur, die 3-3 Double Strike ist und wenn sie reinkommt, eine Karte zieht. Prototyp, man kann sie auch für ein weißes und 2 farblose als 1-1er spielen. Also entweder ein 7 Mana 3-3 Double Striker, der cantrippt, oder ein 3 Mana 1-1 Double Striker, der cantrippt. Das ist eine solide Ankommen. Setze in beiden Fällen slightly overcosted, aber ich glaube, man kann für beide Varianten Argumente finden, die ins Deck zu kriegen. Sobald man irgendwie Equipment oder Pumpspells hat, die Double Strike ad absurdum führen, wird die vielleicht sogar noch krasser. Kann ich auf jeden Fall total sehen, dass die Karte im Limited stattfindet. Platoon Dispenser. Kein Prototyp, aber trotzdem ein Artefakt, was mit Weiß zu tun hat. Deswegen in dieser Serie mit drin. 5 Mana für eine 4-6 Artifact Creature Construct Mythic Rare. Die hat ein paar gute Fähigkeiten. Und zwar, erstens, at the beginning of your end step, if you control two or more other creatures, draw a card. Zweitens, für ein weißes und 3 Doppelpunkt, create a 1-1 colorless soldier artifact creature token. Drittens, unearth für 2 weiße und 2 farblose. Okay, also, 5 Mana 4-6 ist erstmal so solide Stats. In jedem Endstep eine Karte ziehen, wenn man einfach nur die Bedingung hat, 2 oder mehr andere Kreaturen zu haben, was man bis Turn 5 durchaus hinkriegen sollte, ist super gut. Einfach für 4 Mana als Mana Sink 1-1 Soldier Token werfen, ist ebenfalls super gut und synergiert im Zweifelsfall mit der oberen Fähigkeit. Die dritte Fähigkeit, Unearth, die es früher schon mal gab, hat jetzt keine offensichtliche Connection zu den vorherigen Abilities, macht einfach nur, dass das Ding nochmal wiederkommen kann aus dem Friedhof. Und zwar, wenn man eben die Unearth-Kosten bezahlt, dann kommt es nochmal ins Spiel, kriegt Haste, wird exiled, wenn es das Spiel verlassen würde oder End of Turn. Das ist insgesamt eine sehr gute Mythic Rare, mit der der Gegner unbedingt umgehen muss, sonst rennt die mit dem Spiel weg. Wie Artefakt-Kreaturen in dem Set so sind, ich glaube, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die auch tatsächlich loszuwerden, aber wenn man diese Kreatur nicht los wird, ist, glaube ich, Ende.
Steel Seraph. Das ist eine Karte, die schon vom Namen her sich anhört wie eine Karte, die zu Magic dazugehört. Komischerweise gab es diese Karte noch nicht. Irgendwie Steel und Seraph zusammen, das fühlt sich so dermaßen vertraut an. Nun gut, wir haben hier wieder eine Prototyp-Kreatur. Entweder sechs farblose Mana für einen 5-4-Flieger oder zwei weiße, ein farbloses für einen 3-3-Flieger, der zusätzlich noch die Fähigkeit hat. Am Anfang von deinem Kampf kriegt eine Kreatur von dir folgende Fähigkeit deiner Wahl: Fliegend, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung. Das kann auch auf sich selbst gehen. Das bedeutet, wir haben für 3 Mana eine super gute 3-3-Kreatur oder slightly overcostet für 6 Mana eine super gute 5-4-Kreatur, die man easy in jedes Deck reintun kann. Der ganze Text, den ich über Artefakt-Kreaturen gesagt habe, trifft natürlich auch hierzu. Trotzdem ist es eine sehr gute Rare. Da bin ich nie unglücklich, wenn ich die aufmache. Wenn ich zufälligerweise die Möglichkeit habe, weiß zu spielen, bin ich noch glücklicher. Aber das ist wirklich eine absolut anständige Karte. Zukasias Onulet. Endlich normale Karten. Ja, nach dem ganzen Rare-Fratzengeballer und den ganzen spektakulären neuen Fähigkeiten endlich mal altbekannte Dinge. Ondulat kennt man noch von früher. 3 Mana 2-2 Artefakt-Kreatur. Wenn sie stirbt, kriegt man 2 Leben. Das ist der große Bruder davon. 5 Mana 4-4 Artefakt-Kreatur. Wenn sie stirbt, kriegst du 2 Leben. Neu ist, dass noch Unearth für ein weißes und 3 farblose draufsteht. Das heißt, die kriegt auch nochmal eine extra Runde für 4. Um nochmal einmal extra zuzutreten und dann beim Rausgehen auch nochmal 2 Leben zu hinterlassen. Das ist eine spielbare Karte. Ich glaube nicht, dass die super krass gut ist, weil die halt schon einigermaßen clunky ist, aber ich glaube, dass die durchaus häufig mal so als Karte 20, 21, 22, 23 ins Deck wandert. Kann man auf jeden Fall spielen. Silex. Ein 3-Mana Legendary Artifact, Mythic Rare. Macht für Wrath of God Kosten, also 2 weiß, 2 farblos, tappen und das Ding selbst exilen. Jeder Spieler wählt 6 Länder, die er kontrolliert oder sie kontrolliert. Dann werden alle anderen Permanents zerstört. Darf man nur als Source reaktivieren. Außerdem steht da noch der Text drauf: Wenn Ursa Silex ins Exil geht vom Battlefield, darfst du 2 bezahlen. Wenn du das tust, darfst du dir einen Planeswalker aus dem Deck und auf die Hand suchen. Den unteren Teil ignorieren wir einfach mal. Das wird im Limited nur höchst selten passieren. Entscheidend ist bei der Karte, dass es halt so etwas wie Khan Silex oder früher Nevendereless Disk oder Pernicious Deed oder sowas ist. Ein Mass Removal, den der Gegner kommen sieht. Man legt das Ding halt aufs Feld und sagt dem Gegner so: Du kannst jetzt noch einmal zutreten und danach kläre ich den Tisch. Solche Mass Removal-Effekte können manchmal helfen, ein Spiel, was man verlieren würde, nicht zu verlieren. Manchmal sind die aber auch einfach zu langsam oder zu schlecht, weil der Gegner sie kommen sieht. Aufgrund der Mächtigkeit des Ich kläre mal das ganze Board-Effekts, inklusive Permanents, die nicht Kreaturen sind, und inklusive aller Länder, die über 6 hinausgehen, ist die, glaube ich, schon spielbar im Limited. Allerdings ist sie auch nicht fantastisch. Ich werde mir kein Bein ausreißen für diese Karte. Wenn ich weiß bin und die bekomme, dann spiele ich sie vermutlich als Oh Shit Button. Aber ich habe auf jeden Fall schon bessere Rares gesehen. Also, don't be overexcited if you see this card. Jotien Frontliner. Ein Mana für einen 1-1 Artifact Creature Soldier. Wenn der angreift, kriegt eine andere Kreatur von dir plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Und Unearth für ein weißes. Wenn der auch sich selbst plus 1 plus 1 geben könnte, wäre das eine richtig starke Ankammer. So ist das einfach nur ein 1-Mana-1-1er, der wahrscheinlich sehr lange ausgestallt wird von jeder Kreatur des Gegners. Die Tatsache, dass ein Artefakt und ein Soldier ist, kann natürlich relevant sein und Synergien mit anderen Karten im Deck haben. Und wenn man so ein Swarmy-Deck ist, ist das, glaube ich, auch ein okayer One-Drop, aber so richtig krass ist der, glaube ich, nicht. Da muss schon wirklich so ein bisschen was zusammenkommen. Also das Beste, was die Karte eigentlich macht, ist, dass sie so ein bisschen danach schreit, als Stormtrooper gealtert zu werden. Aber davon abgesehen ist das, glaube ich, eher so eine grenzwertige Karte. Manchmal wird sie es ins Deck schaffen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Aber so einfach nur,
weil ich noch eine Kreatur brauche, da tue ich lieber nicht ein Mana 1-1-Kreaturen rein. Auch nicht, wenn sie noch die Fähigkeiten haben, die der Frontliner mitbringt. Bin ich nicht so beeindruckt von.